Hallöchen zusammen und willkommen zurück bei Animal Crossing New Leaf. Oh, da sind wir wieder. Zurück und seht mal unten direkt eine Zikade. Wie provokant, oder? Ihr wisst, was das heißt. Raus mit dem Kecher. Und... Puh, perfekt. Aber ich denke mal zwischen eine Riesenzikade. Ja, hier haben wir schon. Was wir aber nicht haben, sind wahrscheinlich 99,9% der Fossilien, die hier jetzt wieder in einer gewissen Anzahl vorhanden sein müssten. Aber seht mal hier. Yay. Das Haus von Hans. Ja, ich habe mit Hans eine Vorgeschichte, wie gesagt. Der ist auch in meiner anderen Stadt vertreten. Ist ganz nett, aber ist jetzt nicht so mein Favoritencharakter. Ja, okay, das Oberteil ist schon süß. Hey, du bist Richard, oder? Ich bin gerade jetzt herangezogen, aber... von dir habe ich schon viel gehört. Ich bin übrigens Hans. Über mich reden hier sicher auch bald, alle. Wir werden bestimmt in kürzester Zeit die besten Freunde. Komm mich mal besuchen, wenn ich hier alles ausgepackt habe. Heute gibt es hier noch keine Party. Vielleicht morgen, wenn ich meine ganzen Kisten ausgepackt habe. Ja. Ein Orang-Utan, ein Affe, ein Gorilla. Korrigiert mich. Auf jeden Fall süß. Ist ganz süß, aber ich weiß nicht. Es gibt halt wirklich diese Charaktere. Philippa ist zum Beispiel schon. Hatte ich nicht so oft, ne? Quetzal, mein Favorit bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Den toppt, glaube ich, so lange nichts oder so schnell nichts. So. Ja, es lohnt sich. Gute Ausbeute. Wir müssen auch gleich unbedingt zum Festplatz gehen. Vielleicht ist da wieder irgendein Besucher, der nicht jeden Tag kommt. Der jetzt auch das ein oder andere verschaffen kann. Eine Falle. Way. Freut mich am meisten. Geld bezahlen für die Entsorgung. Das ist natürlich super. Ihr könnt übrigens sehr froh sein, dass ich den Greenscreen verwende. Denn ein schön gefülltes Regal würdet ihr hinter mir gar nicht mehr sehen. Es ist so gut wie leer inzwischen. Wie gesagt, ich bin momentan dabei, hier alles zusammenzupacken. Ich kämpfe noch mit mir. Und auch meiner Freundin. Weil wir beide noch nicht so recht wissen, wie wir das Ganze in der neuen Wohnung alles organisieren sollen. Ob wir da wirklich vielleicht, ob ich dann nur noch mit Greenscreen arbeite und dementsprechend hinter mir direkt eine Wand habe. Ob ich das Regal weiterhin hinter mich aufstellen möchte. Ist alles schwierig. Vor allen Dingen, weil der Schnitt der Wohnung eben anders ist. Ein Zimmer mehr. Heißt, wir haben aktuell haben wir Wohn- und Aufnahmezimmer, sag ich mal, zusammen. Und da ist das eben dann getrennt. Und es ist auch die Frage, welchen Raum ich dafür nehme und so. Hey, Pit. Heya! Hey, ho, Richard. Was für ein Wetter. Mounts perfekte Trainingsbedingungen. Was kann ich für dich tun? Ja, wie läuft's denn so? Mein Haus braucht mehr Kram. Es ist definitiv zu leer. Richard, du kannst mir doch bestimmt Möbel besorgen. Wäre auch ein klasse Krafttraining für dich. Jetzt fängt das wieder an. Nee. Okay, Pit will Möbel. Das lässt sich sicherlich einrichten. Gehen wir mal nach oben. Hallo, Strolch. Hallo, Funkel-Air. Ich hoffe, du hast es dir gut gehen lassen, Hechel. Tja, was kann ich für dich tun, Funkel-Air? Ja, reden wir. Und bitte nenn mich nicht so. Hallo, Funkel-Air. Kommst du mich heute mal besuchen? Ich will dir eine Menge tolle Sachen zeigen. Ja, jetzt? Hurra, toll. Also, wann kommst du vorbei? Alles nach... Nee. Er ist halt echt doof, ne? Also, wir müssen bald eine Stunde aufnehmen. Vielleicht nächstes Mal. Ja, dann definitiv. Zwinker, zwinker. Naja, müssen wir mal ein bisschen länger aufnehmen, dann geht das auch. Nur ist halt so kurzfristig sind die Tiere hier nicht. Außer sie wollen uns besuchen. Das geht manchmal auch direkt. Oh, ich hätte doch gerne mehr Fossilien. Und mit Belinda können wir auch nochmal sprechen. Quetzal. Die Musik schon. Mann, oh Mann, Richard. Siehst echt fit aus heute. Flapp. Was ist? Ja, erzähl mir was. Was so passiert? Ich hab gerade Peter getroffen. Das ist mir mal einer. Aber er macht seine Arbeit eigentlich ganz ordentlich. Und wenn ich das sagen will... Wenn ich das sage, wird es auch was heißen. Peter ist der Postbote. Du.
Da hat die Position nicht gestimmt, das wusste ich aber. Ein Fossil hätte ich doch gerne, aber irgendwie... Aha. Ein Fossil. Perfekt. Flipper. Ja, gehen wir mal rein. Perfekt. Haben wir gestern nicht gefunden, dann können wir heute mit dir sprechen. Freut mich. Junge, Junge, ist das krass hier. Flamenco. Und das Bett, es ist richtig schön hier. Gefällt mir richtig gut. Richard, alte Socke. Lass mich raten, du willst Abendessen. Bist aber zu faul, was selbst zu machen? Tja, hier wirst du nicht fündig. Ich habe eine Allergie gegen Kochen. Pieks. Also, wolltest du was sagen? Hör mal raus damit. Joa, reden wir. Wusste ich's doch. Guck nicht so unschuldig. Ich seh's dir doch an der Nasenspitze an. Du hast, wonach ich suche. Ein Rubin. Kommen wir direkt zum Punkt. Verkaufst du mir dein Rubin? Ich gebe dir dafür sagenhafte 2200 Sternis. Ganz ehrlich, ja. Ich glaube, wir haben sogar zwei davon. Und da ist auch so eine Bürgerinteraktion, ist grundsätzlich ja. Brauchen wir sowieso noch momentan noch nicht. Bitteschön. Ha, echt jetzt? Bist du ganz sicher? Ja, schenken, nicht verkaufen. Yay, spitze. Echt, danke. Hehe, ein Traum geht in Erfüllung, ohne Witz. Danke, Richard. Und Entschuldigung, falls ich ein bisschen aufdringlich war. Pieks. Ach, Quatsch. Hey, was geht, Pieks? Ja, tratschen. Ja, hey. Es gibt voll die Gerüchte über dich, weißt du das schon? Alle sagen, dass du voll der Bürgermeister-Neuling bist. Ich sehe schon, was sie damit meinen. Pieks. Klar, bist da zum Helfen gut genug und dann direkt über mich hier lästern. Sogar meine Anwesenheit. Das ist natürlich nett. Marika. Ah, es werden sicherlich auch wieder welche oben auf der Einkaufsmeile sein. Oh, yeah. Man kann mit einem bestimmten Trick noch einen Beutel mehr bekommen. Den zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Aber das ist von der Summe her auch schon mal nicht schlecht, ne? Über 11.000 Sternis. So, haben wir hier noch was? Kleeblatt, Bäume, 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 Ende. Okay, gehen wir zum Museum. Und, oh, hoppla. Und lassen mal unsere Fundstücke analysieren. Ah ja. So. Haben einiges gefunden. Ich glaube, stiften konnten wir nichts, oder? Wenn doch, dann machen wir es jetzt nochmal schnell. Gar kein Problem. Hoi Eugen, alte Schlafmütze. Verzeihung, willkommen im Museum. Was kann ich analysieren, bitte? Bitte, was denn? 1, 2, 3, 4. Mehrere, schauen wir mal. Die haben wir allesamt noch nicht in der Sammlung. Was für eine Überraschung. Ja, dann stifte ich die doch. Ja, den Smaragdkäfer, Apatosaurus-Schädel, Apatosaurus-Schwanz,
Spinosaurus Torso, Mammutschädel. Bitteschön. Sehr viele Tiere, also ein Tier und sehr viele Knochen, sagen wir es mal lieber so. So viele Tiere sind es nicht mehr. Gut, auf Wiedersehen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Total süß, oder? Meine Freundin ist ja begnadigte Amiibo-Sammlerin. Dementsprechend besitzt sie auch ein Eugen-Amiibo. Sieht so süß aus. Wirklich total knuffig. Machen wir es wie immer jetzt einmal hier die Einkaufsmeile lang und dann zurück zur Fundgrube. So, meine Nase juckt die ganze Zeit schon. Hey, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Hallo, hallo. Was ist das hier? Eine Bärin. Hallo? Bürgermeister Richard, nicht wahr? Hey, was ist denn das, Schwesterchen? Sonst kannst du dir doch nie den Namen der Kunden merken. Sag doch sowas nicht vor den Kunden, Tina. Schau dich in aller Ruhe um. Tu so, als wären wir gar nicht da. Du scheinst viel zu tun zu haben, aber nimmst dir immer die Zeit, bei uns vorbeizuschauen. Das bedeutet mir viel, Richard. Süß. Sina öffnet sich für uns. Total süß, oder? Es ist ja nichts Schlechtes, so in der Arbeit vertieft zu sein, muss man grundsätzlich sagen. Also sieht man hier, wie süß alles gemacht ist, oder? Die Kasse, das Maßband. So viel Liebe zum Detail in so einem kleinen Raum. Einfach der Wahnsinn. So, einmal zu den Accessoires. Vielleicht haben wir hier was Feines, aber gehen wir mal davon aus, dass hier wieder nichts allzu Tolles bei sein wird. Die Bärenmütze. Nee. Trotzdem danke. Vielen Dank. Bitteschön. Man tut, was man kann, ne? So, Schlepp und Nepp, einmal rein da. Vielleicht gibt es hier was Besonderes, aber ich gehe mal davon aus. Ich habe vergessen, den Sessel gestern zu kaufen. Es tut mir sehr leid. Willkommen, willkommen. Ja, ja. Schicke Lampe. Den Glückskeks auf jeden Fall. Diesen Glückskeks ist exklusiv im Laden. Nur hier. Nehme ich. Bin ich mal gespannt. Verstecke dich nicht vor der Welt. Hört sich nicht so richtig nach einem Gewinn an irgendwie. Einmal abgeben. Bitteschön. Nummer 22. Ah, ich bin gespannt. Mal sehen. Nummer 22. Glückwunsch. Ein Koopa-Panzer. Hier, bitte. Du Glückspilz. Ja, haben wir die roten das rote Panzerset. Koopa-Panzer. Versuch dein Glück so oft du willst. Ganz oft. Ja, brauchen wir jetzt aber nichts von. Danke für deinen Besuch. Komm bald wieder. Immer dieser leise Nachruf. Sonst ist hier niemand? Ja. Den Fotoapparat benutzen wir, sobald wir später ein paar mehr Möglichkeiten haben, um zu individualisieren. Melinda müssen wir noch aufsuchen und wir müssen noch zur Fundgrube und wir müssen noch für Pitt ein Möbelstück kaufen. Vielleicht finden wir das ja in der Fundgrube. So. Ja, ansonsten müssten bald auch die 1A-Apfelbäume fertig sein und das wird dann richtig interessant. Oh, hallo, herzlich willkommen. Kinderkommode von Strolch, ja, nehmen wir die mal. Ich möchte gerne verkaufen. Und zwar in Kommission geben, das machen wir später. Feuerblume nicht. Nein. Nein, aber das, das. Das, das und das. Ja, 5000 ist okay. Ja, es dauert ein bisschen, bis wir an die 38.000 rankommen für die Abbezahlung der Schulden, aber grundsätzlich kommen wir ganz gut voran. Es liegt halt echt daran, dass wir jeden Tag nur eine halbe Stunde haben, ne? Das ist bei Animal Crossing wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Hallo Richard, perfektes Wetter für ein Picknick, oder? Wolltest du was sagen?
Ja, wie läuft's? Ich habe mir was von Quatzel ausgeliehen und neulich gemerkt, dass ich es nicht zurückgegeben habe. Ich hätte es wirklich vorher zurückgeben sollen und jetzt ist es mir richtig peinlich. Was mache ich nur? Könntest du es zurückgeben? Ich entschuldige mich später bei ihm, wenn sich die Wogen... Ja, ich mach schon. Danke. Ach, das freut mich jetzt, Darling. Es wäre wirklich toll, wenn du es heute noch ausliefern könntest. Danke nochmal für die Hilfe. Machen wir es direkt, dann haben wir es direkt erledigt. Sie hätte den Tag nicht vor den Abend loben sollen. Läuft Quetzer noch rum? Quetzal! Ja. Ja. Ach, du bist. Hätte ich mir ja gleich denken können. Was ist? Eine Lieferung. Der ist sehr unfreundlich. Also unfreundlich. Sehr direkt. Sagen wir es mal so. Bitteschön. Vielleicht hat sich Mona ja mal erinnert, dass ich ihr vor einiger Zeit das ausgeliehen habe. Naja, extra noch, aber extra noch einpacken hätte Mona es nicht müssen. Wie putzig. Machst dich ja ganz gut als Kurier. Mona darf sich gern wieder schicken. Ach ja, ich hab was, das du für dich selbst herumtragen kannst. Flapp. Danke. Eine Minimalkommode. Viel Spaß damit. Danke, Quetzal. Mona! Hey, ich hab's getan! Was für ein schöner, sonniger Nachmittag. Da krieg ich Lust auf ein Sonnenbad, Darling. Na, wolltest du was Bestimmtes? Lieferung erledigt. Danke, dass du ein Paket zu Quetzal gebracht hast. Hat Quetzal noch irgendwas gesagt? Ja, er fand das Einpacken putzig. Wirklich? Und ich hab schon gedacht, ich krieg jetzt Ärger oder so. Bitteschön. Dann auf zum Pit. Dem geben wir dann die Kinderkommode. Oh, wie süß, der hat aufs Meer gestarrt. Hey ho, siehst sportlich aus, Mounts. Was kann ich für dich tun? Hier, guck mal. Eine Kinderkommode? Du bist Weltklasse-Sportsfreund. Das Teil kriegt einen Ehrenplatz, sobald ich daheim bin. Klasse, dafür hast du dir auch was verdient. Hier. Dieser Orientisch gehört ab sofort dir, Richard. Danke für die Hilfe, Sportsfreund. Bitte. Ein Grashüpfer. Jetzt hüpfst du erstmal in die Sammlung, Kumpel. Und Pit applaudiert. Süß. Okay. Supi. Ja, die Zikaden fangen sich echt total einfach, ne? Bringen auch nicht viel Geld in da hinein, also viele Sternis. Aber man beschwert sich ja nicht. Schon, weil es gestern auch so gut funktioniert hat, würde ich gerne mal versuchen zu angeln. Denn auch so können wir ganz gut Geld zusammenbekommen. Wir können auch gleich gerne ein paar Früchte sammeln, das ist auch kein Problem. Dass wir vielleicht jetzt doch versuchen, so langsam in Richtung unserer Kreditabzahlung kommen. Oder aber regelmäßig bei Schlepp und Nepp Dinge kaufen. Und auch das eröffnet uns neue Möglichkeiten. Seht mal hier. Ja. Hey, ein Seebarsch. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor, alter Seebär. Ja, Seebarsch, Barsch, das ist jetzt nicht die Welt. Das war ich schuld. Aber besser als gar nichts. Weil das sieht jetzt gerade wieder nach gar nichts hier aus. Also ein bisschen der Konflikt momentan in mir, ob ich dann in der, ja, mit meiner neuen Umgebung dann nur noch mit Greenscreen arbeite, hieß im Klartext, das Regal verschwindet, was sich aktuell hinter mir befindet.
Oder ob ich dann doch ab und zu mal sagen möchte, der Greenscreen kommt weg und ihr seht schön ein dekoriertes Regal hinter mir stehen. Das sind so... Dieser Kampf tobt noch in mir. An sich wäre es mit Greenscreen sinnvoller, weil das einfach auch für euch, denke ich mal, angenehmer ist, als immer, ja, so ein großes Quadrat vom Spiel zu verlieren. Zumal das auch für uns von der räumlichen Aufteilung her extrem platzsparend ist, ist klar, ne? So ein Regal, da nimmt massig Platz weg. Andererseits hatte ich eben... auch was vor mit dem Regal, das ein bisschen umzustrukturieren. Ah, wie schön. Ein Kaiserschnapper hat man noch nicht. Wohnst du etwa in einem Schnappschloss? Ah, ich glaube, ich hätte den Witz eher darauf bezogen, ob er am lieb, ob seine Beut, ob er am liebsten Kaiser schnappt oder sowas. Ah, ist das doch so eine große Diskussion. Ich bin mir noch total unsicher. Und direkt nochmal, war ja klar. Ah, da überlege ich momentan noch hin und her, wie ich das am besten machen soll. Eine Königslibelle. Ah, es ist echt schwierig, weil... einerseits fand ich das so toll mit dem Regal, da die ganzen Figuren drin stehen zu haben hinter mir und sowas. Es immer wieder umdekorieren zu können. Aber andererseits... was ist denn los? Nur noch Kaiserschnapper. Aber andererseits braucht es eben wirklich sehr, 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 sehr viel Platz. Es ist ja dann an die Tiefe vom Schrank. Mit der Tiefe vom Schreibtisch. Mit der Tiefe zwischen Schrank und Schreibtisch. Und dann noch den Platz, den der Greenscreen braucht. Sind wir bei knapp 2,5 Meter für die ganze Länge hier. Oh, Nemo. Bei meiner Seite gibt es keine Anemonität. Schön, hatten wir auch noch nicht. Na komm. Der ist mal direkt. Heute Tag der doppelten Fische. Merkt ihr das? Ich lasse mal die Zikade frei. Ich denke mal. Okidoki. Dann einmal hoch. Da können wir eigentlich direkt verkaufen, weil ich weiß ja, welchen Fisch wir nur abgeben können im Museum. Das ist nur ein einziger. Aber trotzdem ist das halt momentan so, dass das mir noch so im Kopf, was mich im Kopf am meisten beschäftigt. Ich bekomme auch übermorgen Klausurergebnisse. Da hört der Spaß dann definitiv auf. Aber am meisten überlege ich momentan wirklich, wie ich das Ganze da strukturieren soll. Greenscreen oder nicht, Regal oder nicht, ist echt schwierig. Ja. 22.700, 38.000 brauchen wir, super. So, dann würde ich gerne nach Melinda gehen. Vielleicht hat es ja geschafft, den Papierkram zu erledigen. Man weiß es ja nie. Ein Abendzikade. Naja. So, einmal hier hoch und auf zu Melinda. Ihr könnt doch gleich mal schauen, wenn er auf dem Campingplatz angekommen ist. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Aber ist das wirklich, in einer halben Stunde schafft man nicht so viel. Das ist echt doof. Total süß, ne? Ah, Bürgermeister Richard, du kommst genau zur richtigen Zeit. Du kannst jetzt endlich mit den Verschönerungen der Stadt beginnen. Als Bürgermeister hast du im Grunde zwei Möglichkeiten, das Wachstum von Nosrim zu lenken.
Die erste Möglichkeit sind Verordnungen. Wenn du Verordnungen erlässt, werden die Dinge in Nosrim etwas anders laufen. Verordnungen sind der für dich freigegebene Spielraum und die Selbstverwaltungsmacht der Gemeinde. Du kannst natürlich nicht einfach wie ein Diktator irgendwelche Verordnungen erlassen. Stattdessen kannst du jeweils eine Verordnung aus einer Liste auswählen. Du solltest eine Verordnung wählen, die zu den Bedürfnissen der Bewohner von Nosrim passt. Die zweite Möglichkeit ist die Durchführung von Projekten zur Stadtverschönerung. Damit hast du die Möglichkeit, Nosrim mit neuen Gebäuden und anderen Dingen aufzuwerten. Ich habe schon mal eine Liste mit einigen Anfragen der Bewohner zusammengestellt. Wenn du für ein Projekt aus dieser Liste zu begeistern bist, dann wähle es aus, um damit zu beginnen. Das ist alles für den Moment. Wenn du ein Projekt beginnen willst, erkläre ich dir weitere Einzelheiten. Wenn du Bürgermeisterarbeiten erledigen möchtest, nimm einfach auf dem Bürgermeisterstuhl Platz. Schön. Ja, machen wir mal. Hallo, Herr Bürgermeister. Was kann ich für Sie tun? Ja, Verordnungen. Gut, kommen wir zu den Verordnungen. Zurzeit sind in Nosrim keine in Kraft. Möchtest du daran etwas ändern? Eine Verordnung zu erlassen kostet 20.000 Sternis. Leicht? Also gut. Was willst du für eine Stadt daraus machen? Saubere Stadt, Frühaufsteherstadt, Nachteulenstadt, reiche Stadt. Dann müsste ich mich vorher informieren. Erstmal nichts. Ich verstehe. Komm ja auf eine Vorstellung zurück. Sonst noch etwas? Stadtverschönerung. Projekte zur Stadtverschönerung sind aufregend. Ich erkläre dir mal, wie das funktioniert. Zuerst wählst du aus der Liste mit den Anfragen der Bürger ein Projekt aus. Wenn du ein Projekt ausgewählt hast, suchen wir einen Ort, an dem das Projekt umgesetzt werden kann. Wenn wir den richtigen Ort für das Projekt gefunden haben, müssen wir uns um die Kosten kümmern. Projekte zur Stadtverschönerung werden von Bürgern finanziert, also müssen wir Spenden sammeln. Und wenn wir genug Spenden für das Projekt gesammelt haben, können wir es umsetzen. Denk bitte daran, dass wir nicht an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten können. Legen wir doch gleich mal los. Hier sind die derzeitigen Anfragen von den Einwohnern. Ihr habt's richtig. Rosetti oder was? Oh weh. Steinbrücke, Hängebrücke, Parkbank, Zierbrunnen, Springbrunnen, eine Uhr, eine Laterne, ein Campingplatz, ein Holzzaun, ein Hydrant, ein Schild, eine Fotowand. Ist nicht in Eigensache. Eine Steinbrücke für Nosrim. Willst du gleich mit der Arbeit beginnen? Ja, warum nicht? Wunderbar. Suchen wir nach einem geeigneten Ort dafür. Die Sache ist die, dass ich die Brücke gerne so schnell wie möglich an unser Haus stellen würde. Dass wir da direkt die Ostpassage haben, sozusagen. Gut, Bürgermeister Richard. Bring mich zu dem Ort, an dem die Steinbrücke entstehen soll. Naja. Soll die Steinbrücke hier gebaut werden, Herr Bürgermeister? Ja, bitte. Mal sehen. Ja, hier ist der perfekte Ort dafür. Wenn alles fertig ist, wird es ungefähr so aussehen. Ja, genau richtig. In Ordnung. Dann sollten wir jetzt schnell alle Vorbereitungen treffen. Alles klar. Der Gyroid wird Spenden sammeln, damit die Steinbrücke Wirklichkeit werden kann. Ist im Prinzip so etwas wie eine Spendenkiste. Ich bin mir sicher, dass ich schon erwähnt habe, aber Stadtverschönerungsprojekte in Nosrim werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Natürlich darf sich auch der Bürgermeister gerne mit eigenen Spenden beteiligen. Es könnte sogar sein, dass wir ohne dich gar nicht genügend Sterne zusammenbekommen. Du solltest mit gutem Beispiel vorangehen und fleißig spenden. Wie lange es wohl braucht, bis wir genügend Spenden für das Projekt Steinbrücke haben? Insgesamt kann diese Stadt übrigens bis zu 3 Brücken gleichzeitig haben. Wenn es schon 3 sind und du eine weitere Brücke bauen willst, musst du zuerst eine andere entfernen. Ich mache mich dann mal auf den Weg zurück zum Rathaus. Oh, du musst natürlich nicht mitkommen, wenn du anderweitig zu tun hast, Herr Bürgermeister. Nicht so süß, ne? Warst du gerade Hans? Nee, es war Strolch. Jo, haben wir hier was Neues? Sieht nicht so aus. Das war gestern. 23.07. Ja, das war gestern. Ja, wir können die letzten paar Minuten noch nutzen. Ja. Ja, Moment.
Ja, wir sammeln nochmal Äpfel. Und dann gehen wir noch schnell spenden, dass wir die Fische losgeworden sind und Nemo. So. Machen wir einfach mal einen Neuner voll. Baum. Da oben fliegt ein Paket, aber leider haben wir noch keine Steinschleuder. Dementsprechend ist da leider noch nichts zu machen. Schade. So, okay. Auf zum Museum, einmal spenden, dann gehen wir nochmal verkaufen. Und dann war es das schon wieder. Morgen können wir gerne das Ziel setzen, dann ein Stadtverschönerungsprojekt zu starten, wobei da eben das große Problem ist, dass wir dadurch 20.000 Sternis verlieren und uns weiter von unserem Spendens, ach Quatsch, von unserer Kreditabzahlung entfernen. Gleichermaßen gibt es eben auch die Möglichkeiten, zum Beispiel reiche Stadt sehr schnell Geld zu bekommen, wobei ich glaube, dann steigen auch die Verkaufspreise. Also die Kaufspreise so. Wir bekommen mehr Geld, aber die Sachen kosten auch mehr Geld. Verzeihung, willkommen im Museum. Ja, stiften. Bitteschön. Nee, auf Wiedersehen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Das mache ich, keine Sorge. Okay, dann noch einmal auf zum Händler. Zur Fundgrube. Und dann war es das schon wieder. Die Zeit vergeht echt wie im Flug, aber zur Zeit ist leider auch nicht viel mehr möglich. Sobald ich dann ein bisschen mehr Zeit habe, werden wir dann direkt durchstarten. Wir werden Besuch bekommen. Dementsprechend mehrere Früchte erhalten, dass wir dann auch mehr Bäume bauen können. Bauen. Bäume bauen. Bäume pflanzen können. Um dann auch mit größerer Fruchtvielfalt bei der Fundgrube punkten zu können. Weil ihr müsst wissen, Früchte, die nicht in der Stadt wachsen, also fremde Früchte, Pfirsiche, Orangen und so weiter, bringen mehr Geld. Dementsprechend haben wir auch die Möglichkeit, da ein bisschen mehr Kapital rauszuschlagen. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich will nur was verkaufen. Und was haben Sie mitgebracht? Und was hast du. Ich sieze immer, ne? Weh, weil ich mich wie ein Bürgermeister fühle. Furchtbar. Jo, 1450 nehme ich. Vielen Dank. Bring bald wieder was vorbei. Danke für deinen Besuch. Bitteschön. Naja, gibt ja keinen anderen Laden, ne? Außer Schlepp und Nepp und der ist überteuert. So. Na gut. Machen wir es so. Die Spenden. Quetzal hat bestimmt schon eine sehr hohe Summe gespendet. Strolch auch. Da kommt er gerade von. Ich habe so das Gefühl, dass das eine sehr, sehr einseitige Spende werden wird. Na gut, ob jetzt die Brücke hier so bürgerfreundlich ist und so eine gute Investition für die Bürger, weiß ich nicht. Na gut, das soll es aber gewesen sein. Wir haben das Wichtigste gemacht und beim nächsten Mal geht es dann hoffentlich ein bisschen, ja, tiefer oder eher gesagt länger weiter. Wobei es kann auch nicht sein. Ne, wird es doch nicht. Wird mir genauso. Tut mir leid. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen bei Animal Crossing New Leaf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.